Eine satirische Ohrfeige für Heinlein, eine Dreiecksbeziehung, die es nicht gibt, und ein ernsthaft entwürdigendes Happy End. Vielleicht waren die Käfer ja doch die wahren Helden. Die meisten Filmemacher nehmen sich Buchverfilmungen vor, weil ihnen das Ausgangsmaterial gefällt. Das war bei Paul Verhoeven nicht der Fall, als er zusagte, Starship Troopers zu verfilmen. Er interpretierte Robert Heinleins Roman als ideologisch, faschistisch und kriegsbefürwortend. Und da Verhoeven während des Zweiten Weltkrieges im von den Nazis besetzten Holland aufwuchs, ist es verständlich, warum er diese Ideen ablehnt. In einem Interview mit Digital Spy erklärte der Regisseur, dass er einen Film über eine faschistische Utopie drehen wollte, in der sich die Bürger nicht bewusst sind, was wirklich vor sich geht. Im Film sind Caspar Van Diens, Johnny Rico und seine mobile Infanterieeinheit bereit, ihr Leben auf dem Schlachtfeld zu riskieren, auch wenn sie von ihren Vorgesetzten so angesehen werden. Fresh meat for the grinder, eh? Starship Troopers ist zwar vor allem eine mahnende Geschichte über Totalitarismus, aber der Film verfügt über eine Reihe sympathischer Charaktere, mit denen man mitfiebern kann. Sieht man einmal darüber hinweg, dass sie sich mit Vergnügen durch Ungeziefer jagen und blindlings einem fragwürdigen Regime folgen, sind die Helden ganz normale Menschen. Dies verdeutlicht, dass ganz normale Menschen leicht zu Speichen im Rat eines autoritären Staates werden können, wenn sie ihre Führer nicht zur Verantwortung ziehen. Starship Troopers spießt den Faschismus nicht gerade subtil auf. Der Film ist gespickt mit Nazi-Symbolen und Anspielungen auf deutsche Propagandafilme aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Eröffnungssequenz wurde von Leni Riefenstahls berüchtigtem Propagandafilm Triumph des Willens entnommen. Und die Uniformen der Offiziere erinnern an die Nazi-SS und die Gestapo. Auch wenn diese Bilder dazu dienten, dem Publikum den Standpunkt der Filmemacher zu verdeutlichen, schätzte Verhoevens Team auch den ästhetischen Reiz der Uniformen. In einem Interview mit Entertainment Weekly erklärte der Drehbuchautor Ed Neumeier, die Deutschen machten die bestaussehendsten Sachen. Dies gefiel den Kunstdirektoren und Kostümbildnern des Films. Und Verhoeven fügte hinzu, dass das Ziel darin bestand, Propagandafilme zu dekonstruieren und den Zuschauern Denkanstöße zu geben, die sich mit größeren Themen befassen. Verhoeven sagte, ich habe versucht, das Publikum dazu zu verführen, sich der Gesellschaft von Starship Troopers anzuschließen. Aber dann zu fragen, warum schließt ihr euch wirklich an? Hollywood liebt gute Liebesgeschichten, vor allem wenn sie eine Dreiecksbeziehung beinhalten, die das Drama und den Konflikt zwischen den Figuren verstärkt. Starship Troopers ging in diese Richtung, bis das Testpublikum schlecht auf die Nebenhandlung reagierte, in der Denise Richards Carmen sich nicht entscheiden konnte, ob sie mit Rico oder Patrick Muldoons Xander Barkalow zusammen sein wollte. Obwohl eine Dreiecksbeziehung angedeutet wird, wobei Rico oft eifersüchtig ist, interessiert sich Starship Troopers mehr für Carmens persönliche Qualitäten als für ihr Liebesleben. Sie wird als kluge, karrierebewusste Pilotin dargestellt, die gut in ihrem Job ist und keine romantische Beziehung braucht, um interessant zu sein. I think I'm gonna go career. I wanna command a ship of my own, and you know? Laut The Guardian beschrieb Richards Carmen als starke Frau und großes Vorbild und merkte an, dass das Fehlen einer romantischen Lösung für ihre Figur die beste Entscheidung war. Junge Liebe ist chaotisch und jedem wird irgendwann einmal das Herz gebrochen. Wenn es eine Botschaft über die Liebe in Starship Troopers gibt, abgesehen davon, dass Faschisten den Krieg lieben, dann die, dass es so etwas wie ein glückliches Leben bis ans Ende der Welt nicht gibt. Der Raum voller nackter Menschen ist uns allen aufgefallen, unabhängig davon, in welchem Alter wir den Film gesehen haben. Aber vielleicht haben wir den Subtext erst später erkannt. Man kann argumentieren, dass die gemischte Duschszene in Starship Troopers nicht notwendig ist, sondern nur den Durst anregen soll. Vergessen wir nicht, dass Verhoeven unmittelbar vor diesem Film Basic Instinct und Showgirls gedreht hat. Allerdings ist diese Szene nicht so überflüssig, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die Hauptgruppe der Rekruten erörtert ihre Gründe für die Einberufung zum Militär. Einer von ihnen will dem Farmleben entfliehen und das Universum sehen. Ein anderer hat politische Ambitionen. Die Szene unterstreicht die Kameradschaft zwischen den Soldaten, die zu keinem Zeitpunkt körperliche Begierde füreinander zeigen. Diese Szene unterstreicht die Idee, dass alle Soldaten als gleichberechtigt angesehen werden. Ziemlich fortschrittlich für einen faschistischen, militärisch-industriellen Komplex. Starship Troopers gilt in seiner Darstellung der Geschlechterpolitik als so erfrischend, dass er den Bechdel-Test gleich mehrfach besteht. Starship Troopers hat eine fast ausschließlich weiße Hauptbesetzung und die meisten von ihnen sehen gut aus. Aber der Mangel an Vielfalt im Film war sicherlich beabsichtigt. Verhoeven sprach die Idee direkt an, als er über die Besetzung von Van Dien als Rico sprach. Mark Wahlberg und Matt Damon haben vorgesprochen, aber ich war auf der Suche nach dem Prototyp des blonden, weißen und arroganten Mannes. Und Caspar Van Dien kam den Bildern, die ich aus Leni Riefenstahls Film kannte, sehr nah. Abgesehen davon ist es erwähnenswert, dass es in der Romanvorlage mehr Vielfalt gibt. Die Hauptfigur des Buches ist ein Filipino namens Juan. Auch wenn dieser Aspekt aus künstlerischen Gründen übersehen wurde, so ist Starship Troopers doch einer der vielen Hollywood-Blockbuster, in denen farbige Menschen aus der Originalvorlage gestrichen wurden. Gleichzeitig war die Auseinandersetzung mit dem Faschismus nicht der einzige Grund für die Besetzung der Hauptrollen. Mit Stars der 90er Jahre wie Van Dien, Richards, Neil Patrick Harris und Jake Busey.
Laut Screenslate wollte Verhoeven Schauspieler, die gesund, unschuldig und klassisch schön aussehen, um die Vorstellung zu verstärken, dass der Krieg gute Menschen dazu bringt, verdorbene Dinge zu tun. Man kann zwar argumentieren, dass eine größere Vielfalt diesen Punkt in ähnlicher Weise hätte verdeutlichen können, aber es lässt sich nicht leugnen, dass Starship Troopers klare Absichten verfolgt. Let me tell you something. I'm from Buenos Aires and I say kill them all. Es ist kein Geheimnis, dass Starship Troopers ein subversiver Film ist. Verhoeven hatte von Anfang an die Absicht, sowohl den ursprünglichen Pro-Kriegsroman als auch die zunehmend imperialistische Natur der Vereinigten Staaten zu persiflieren. Zu diesem Zweck hat der Film einige wichtige Änderungen gegenüber dem Buch vorgenommen, die zeigen sollen, wie böse die vom Militär geführte Regierung wirklich ist. Eines der wichtigsten Beispiele dafür ist der Handlungsstrang in Buenos Aires, der leicht für bare Münze genommen werden kann, bis man ihn sich als Erwachsener erneut ansieht. Die geheimnisvolle feindliche Rasse der Außerirdischen, bekannt als die Arachniden, ist anscheinend in der Lage, Asteroiden über weite Strecken des Weltraums zu schleudern, um menschliche Ziele anzugreifen. Als ein Asteroid die Stadt Buenos Aires auf der Erde dezimiert, in der Ricos Eltern leben, begibt sich die Menschheit auf einen blutrünstigen Rachefeldzug gegen die Außerirdischen. The only good bug is a dead bug. Die Filmemacher deuten jedoch an, dass hinter diesem Ereignis mehr steckt, als die Figuren vermuten lassen. Viele haben spekuliert, dass die Zerstörung von Buenos Aires ein Angriff unter falscher Flagge durch die menschliche Regierung war, um eine Invasion der Heimatwelt der Arachniden, Klendatu, zu rechtfertigen. Die einzigen Informationen über die Fähigkeit der Arachniden, Asteroiden auf die Erde zu schicken, stammt von der faschistischen Militärregierung, was Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihrer Behauptungen aufkommen lässt. Während das Ende des Films all die explosive Action bietet, die Fans lieben, konzentriert sich die erste Hälfte von Starship Troopers darauf, wie diese attraktiven jungen Menschen für den Krieg ausgebildet werden. Rico und seine Freunde, Carmen, Carl und Dizzy, werden von einer Reihe einschüchternder Ausbilder unterrichtet, die den Kampf am eigenen Leib erfahren haben. Auf den ersten Blick werden diese Szenen von dem Liebesdreieck zwischen Rico, Dizzy, Carmen und Xander überschattet. Aber erst wenn man sich Starship Troopers als Erwachsener noch einmal ansieht, wird die deprimierende Dynamik der Lehrer-Schüler-Beziehung im Film deutlich. Die Ausbilder kämpften gegen die Arachniden und erlitten im Kampf entsetzliche körperliche Entstellungen. Michael Ironsides Jean Reschak fehlt ein Arm und die Biologielehrerin, gespielt von Rue McClanahan, ist blind und schwer vernarbt. Diese körperlichen Zustände sind ein Vorgeschmack auf das Schicksal vieler Schüler, die in den Krieg ziehen werden. Starship Troopers scheint ein glückliches Ende zu haben, da unsere Helden ihre Feinde besiegen und eine erfolgreiche Militärkarriere einschlagen werden. Aber dank der satirischen Seite des Films fühlt sich diese Begeisterung hohl an. Ricos Charakterentwicklung im Laufe des Films zeigt uns, wie traurig dieses Ende wirklich ist. Zu Beginn ist Rico ein zwiespältiger Charakter, der sich seines Platzes in der Militärmaschinerie nicht sicher ist. Er schließt sich der mobilen Infanterie an, aber nicht aus patriotischer Pflicht. Zwar garantiert ihm sein Militärdienst die Staatsbürgerschaft, aber sein Wunsch, die romantische Beziehung zu Carmen fortzusetzen, treibt ihn in den Krieg. Während seiner Ausbildung zeigt er Mitgefühl und Gewissenhaftigkeit, aber auch tiefes Bedauern, als er bei einer schiefgelaufenen Übung direkt zum Tod eines Kameraden beiträgt. Erst bei der Invasion von Klendatu, nachdem seine Eltern bei dem Angriff auf Buenos Aires getötet wurden, verwandelt sich Rico drastisch in eine Tötungsmaschine. Starship Troopers endet mit einem Propagandavideo, in dem neue Rekruten ermutigt werden, dem Militär beizutreten, damit sie Helden wie Rico werden können. Come on, you weak! You wanna live forever! Für einen Mann, der anfangs so aufgeschlossen war wie Rico, ist dies ein unglückliches Ende. Er ist jetzt wirklich nur noch ein Rädchen in der Kriegsmaschinerie.